rennen mit drei Motorrad. Es haben sich drei bereit erklärt, auf unsere Straßen zu fahren. Ist uns natürlich sauer dahergekommen, ist klar, weil natürlich Motorrad ganz schmeißen auf dem Rennen, ist klar. Ne? Also, haben wir natürlich sauer hinlaufen müssen. Wir veranstalten das Motorradrennen außen, das heißt, wir haben einen Reporter zusätzlich eingeschaltet nach außen. Das Rennen findet in Reichersberg statt, von Reichersberg nach Oberberg. Mit Außenreporter, alles drum und dran, wie gesagt, die Oberberg nur das Beste. Also, dann schauen wir mal, ob die Verbindung steht zu unseren Außenreporter. Das ist zum der Paul Huber. Paul, erster Moment. Die Verbindung, ich weiß nicht, der OF ist ein wenig schneller und bei uns hapert zu reden, meine. Pauli, erst einmal. Entweder zählen wir uns wegen unserem Dommeister oder was, ich weiß nicht, die Verbindung steht einmal. Ich glaube, wir drehen in der Zwischenzeit einmal, bis auch die Verbindung steht, drehen wir nochmal den Trosi. Es hilft nicht, gehen wir nicht raus, wir müssen ein bisschen warten lernen, geben wir die Gasen nochmal auf einen Trosi. Diese außergewöhnliche Gesicht.
er hat das vor, er wird es gewinnen. So wird er sagen, er möchte dieses Rennen gewinnen. Dann, der zweite Pilot, unser Präsident, er hat gesagt, wenn heute was passiert, macht der Franz wieder weiter. Okay, passt. Also, unser Präsident. Und unser dritter Buchpilot, der Wolfi Kugelbauer. Heute mehr ausnahmsweise nicht auf der Sabrina, sondern auf seiner Susi. Ganz kurz eine Vorsichtsmaßnahme, die muss ich sagen, weil es nicht bescheid drin steht. Die, die da vorne sitzen, die erste Reihe kein Problem, die zweite Reihe, da wird es kritisch. Wir haben gestern Feldstart gehabt, er ist da hinten gelaufen. Bitte anschauen da hinten. Also bitte da hinten anschauen, das ist eine sehr gefährliche Sache. Ja, seid ihr bereit für den Start? Immer. Gehen wir aufsitzen. Sind wir jetzt vorgenommen den Alten? Natürlich müssen wir zuerst starten. Hallo, Herr, ich höre noch gar nicht sehen. Jetzt kommt, wie hat der Maschine in der Halle? Schauen wir mal. Nein, nicht ums Mobile-Programm. Der Haarespruch. Orgasmus für jede Frau, okay? Ja, dann kann ich nicht. Dann kann man es dreimal wieder warm, ja? Passt. Böden, Mensch, bitte wegputzen. Mach jetzt wieder das vor. Ist das etwas Feines für die Ohren? Ein Wahnsinn! Ich habe alle Aufforderungen, wie ihr möchtet, Vorspiel zu machen, also ich lasse es auf. Okay? Wie ist das auspressen? Probieren wir es. Yeah.
Beide Stücken sind ein Applaus wert, also. Ja, es gibt dann hier eine kurze Befürchtung, muss sein, gehört dazu. Als Fingerdum bleibt jeder mal stehen, ist klar. Also, Prost. Also der Sepp hat sich seine Wünsche erfüllt, dass er bei Mama und Papa vorbeigefahren ist und er war Führender, Aber dann dieser verdammte Swingerclub. Aber schauen wir, es muss weitergehen, weil dieses Rennen braucht unbedingt einen Sieger. Wir starten. Hört mir auf, es geht weiter. Nur kurz das Busse Richtung Swingerclub zu den Damen und es muss weitergehen. Okay, und Startaufstellung wieder und es geht weiter. Hallo, da steht einer verkehrt. Hallo. Christoph, Falsche. Jawohl. Und wir probieren. Neuanfang. Und 3, 2, 1. So, es geht wieder los. Respekt.
Also Sepp, ehrlich, wir haben nur 10 Jahre vor uns mindestens als Präsident. Ja. Wie ist der Mopedfahrer? Gut. Wie ist der Mopedfahrer im Fall? Noch ein Amaracani. Okay, Applaus nochmal für unsere Truppe.